Wir hier wollen nicht, dass hier ein Grad weniger abgebogen wird, dort ein Zehntel Grad steiler aufgestiegen oder auf der Rollbahn ein wenig kürzer gelandet wird. All dies, was Sie beschönigend optimieren nennen. Nein, wir wollen keine optimierten Flugrouten über unseren Köpfen. Wir wollen überhaupt keine Flugrouten über uns. Und wir fordern die dafür notwendigen Entscheidungen der politisch Verantwortlichen im Bund, im Land Berlin und im Land Brandenburg ein. Sehr geehrter Herr Platzek, natürlich wissen auch wir, dass der Lärm in Ortschaften, die noch näher am BBI liegen, beispielsweise in Marlow-Blankenfelde, schlimm sein wird. Aber das haben nicht wir, die Menschen, die hier stehen, zu verantworten. Wir können nicht jetzt und auch nicht später unter dem Deckmantel irgendeiner Solidarität für etwas herangezogen werden, für das keiner von uns auch nur eine Winzigkeit von Verantwortung trägt. Und es ist doch geradezu absurd, den Lärm, von dem bisher relativ wenige Orte betroffen waren, die aber mehr als ein Jahrzehnt Zeit hatten, sich darauf einzustellen, zum Beispiel wegzuziehen oder die Lärmschutzmaßnahmen oder Entschädigungen entgegenzunehmen, nunmehr auf halb Brandenburg und Berlin zu verteilen. Käme denn als eine Alternative zur flächendeckenden Verlärmung nicht auch eine Umsiedlung der Menschen dort in Frage? Oder ist Ihnen das einfach nur zu teuer? Ja. Oder was halten Sie davon, Herr Ministerpräsident, den Umgang mit den Bürgern dort endlich mal auf eine faire Grundlage zu stellen, die tatsächlichen Schäden auszugleichen und nicht wie bisher beim Schallschutz um jedes einzelne Fenster, jeden Ventilator und jeden Zentimeter Mauerwerk zu zocken. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, kehren Sie zum Grundsatz der Verlässlichkeit des Staatshandelns zurück. Die alten, ursprünglichen Flugrouten, auf denen das Planfeststellungsverfahren basierte, müssen verbindliche und alleinige Grundlage aller weiteren Flugroutenplanungen sein. Es dürfen keine neuen Betroffenheiten für Gemeinden und Bürger geschaffen werden, die bei der Genehmigung des BBI nicht vorgesehen und nicht erkennbar waren. Hören Sie bitte auf, Herr Ministerpräsident, hören Sie auf, alles zu relativieren und nebulös zu verkleistern. Und sagen Sie uns, dass demnächst der Aufsichtsrat tagen und die Geschäftsführung des Flughafens Schönefeld beauftragen wird, sowohl auf Nachtflüge als auch auf den unabhängigen Parallelverkehr zu verzichten. Nun lassen wir die Luftballons steigen, lasst sie mal los und wir werden nicht überflogen. Wir werden und können deshalb Flugrouten, bei denen Flugzeuge regelmäßig in einer Höhe von 1000 bis 1500 Metern im 4-Minuten-Takt über unsere Köpfe dröhnen, niemals hinnehmen. Und wir 55.000 Bürger wohnen hier nicht zufällig. Wir haben auf die Angaben der Politik in den 15 Jahren zur Flughafenplanung vertraut.
Bei der Planung durften wir Professionalität und Kompetenz erwarten. Schließlich sollte BWI das bedeutendste Infrastrukturprojekt von Ostdeutschland werden. Wir alle haben uns nach der verbindlichen Landesentwicklungsplanung gerichtet. Diese sieht noch immer spiegelbildlich zur Flughafenplanung für unsere Gemeinden und andere Regionen im Süden von Berlin ausdrücklich vor, dass hier Zuzug und Besiedlung erfolgen soll. Anders als in den ausgewiesenen Lärmgebieten am Flughafen, die gerade nicht wachsen sollten. Allein, dass überhaupt ein Routenvorschlag wie der vom 6. September diesen Jahres es diesen geben konnte, hat das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit von uns zutiefst erschüttert. Wir fordern für alle zukünftig von Fluglärm und von den Überflügen betroffenen Menschen ein striktes Nachtflugverbot von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. In den letzten Wochen und Monaten ist sehr deutlich geworden, dass das größte Infrastrukturprojekt, wie eben richtig gesagt wurde, im Osten Deutschlands auch eins ist, was mit erheblichen Problemen behaftet ist. Der Fehler, der darin besteht, dass nicht klar und deutlich gemacht wurde, dass Planfeststellungsbeschluss und Routenfestlegung sowohl vom Zeitpunkt als auch von der Zuständigkeit voll auseinanderfallen. Dieses hätte mit seinen Folgen berücksichtigt werden müssen. Auf einen nächsten Punkt bin ich hier und heute auch angesprochen worden, und es gibt ja auch entsprechende Sprechchöre. Baustopp. Meine Damen und Herren, da wird immer wieder mit Stuttgart und dem Hauptbahnhof verglichen. Ich bitte, dass wir auch da versuchen, Sachlichkeit walten zu lassen. Der Flughafen in Schönefeld wird nicht wie der Hauptbahnhof in Stuttgart begonnen zu bauen. Er ist so gut wie fertig. Das Geld. Ich sage Ihnen nicht zu, dass dieser Flughafen keine Belastung für die Region mit sich bringt, aber ich sage Ihnen. Schlicht und ergreifend unseriös wäre, aber ich sage Ihnen, und ich bin bekanntermaßen da sehr vorsichtig, ich sage Ihnen, dass ich für die Region hier zuversichtlich bin, dass wir Routen finden, die am Ende viele von den Ängsten, die Sie im Moment in sich tragen, nachvollziehbar obsolet machen. Auf jeden Fall werden wir uns dafür einsetzen. Danke Ihnen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, lieber Matthias Platzek, es ist gut, dass heute wieder so viele Menschen hierher zur Demo nach Stahnsdorf gekommen sind. Es ist gut, dass sich in der Auseinandersetzung um den BBI-Flugrouten etwas bewegt. Es ist gut, dass die Fluglärmkommission erweitert wurde und die sogenannten neu betroffenen Gemeinden dort jetzt auch Sitz und Stimme haben. Aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir hin müssen. Zurück bei den ursprünglichen Flugrouten. Ja. Zurück bei den Routen, die dem Planfeststellungsverfahren zugrunde lagen. Zurück bei den Routen, die Stahnsdorf, Teltow und Kleinmachnow, die Zeuthen, Potsdam und Lichtenrade, die Wannsee, Steglitz und Neukölln nicht treffen,
jene Routen, die 750.000 Menschen verschonen. 750.000 Menschen, die bis vor kurzem keinen blassen Dunst davon hatten, dass ihre Wohnungen, ihre Häuser und die Spielplätze ihrer Kinder vom Dunst und vom Lärm donnernder Düsenjets überzogen werden. Diese gesetzlichen Bestimmungen ermöglichen, dass in Deutschland ein Flughafen genehmigt werden kann, dessen Flugrouten gebündelt geradeaus führen, in diese Richtung. Dass aber dann bei der Inbetriebnahme die Flugrouten in alle Richtungen verknicken, verzweigen, verwinkelt, gestreut werden können. Dass also der genehmigte Flughafen meinetwegen nur 40.000 Menschen mit Fluglärm belastet, der tatsächliche in Betrieb genommene Flughafen dann aber plötzlich 500.000 oder 750.000 oder 1 Million. Und da sagen wir, wenn die gesetzlichen Bestimmungen so sind, dann sind sie Murks. Dann stimmen sie nicht. Dann stimmen sie nicht mit den rechtsstaatlichen Prinzipien unserer Verfassung überein. Dann verstoßen sie gegen den Vertrauensschutz der Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren. Wir lassen uns aus diesem Prozess nicht mehr herausdrängen. Wir müssen und wir werden ihn mitgestalten, in unserem Sinn, im Sinn der Bürgerinnen und Bürger, im Interesse von Gesundheit und intakten Lebensräumen, nicht im Sinn von Airlines, Profit und Gewinnmaximierung. Wir werden nicht zulassen, dass Düsenjets über unseren Köpfen hinweg donnern. Wir werden nicht zulassen, dass unsere Gemeinden, unsere Städte, unsere Gemeinden, unsere Regionen verlärmt werden. Uns, liebe Bundes- und Landespolitiker, werden Sie nicht mehr los. Danke.